Nur noch heute könnt ihr die Jackdaw in Assassin's Creed Valhalla bekommen, deswegen unbedingt dranbleiben. Ja, ich erkläre es euch jetzt, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat hier auf dem Kanal, da dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Bleibt also mega gern mit dem Abo mit am Start, wenn ihr da auch so Bock drauf habt. Ja, die Jackdaw in Assassin's Creed Valhalla, die gibt es nur noch heute zumindest vorübergehend zu holen in AFC. Und das Ganze, wie gesagt, exklusiv erst einmal als Challenge für den Flussraumzug. Wir gehen erst einmal zu Reda und da gibt es das erste Item für die Jackdaw und zwar die Jackdaw-Schilde. Die könnt ihr noch 5 Tage bekommen. Das heißt, ihr geht hier zu Reda, holt euch eben die entsprechende Menge Opale. Die könnt ihr natürlich durch Redas tägliche und wöchentliche Quests erlangen, aber auch durch die Herausforderungen. Und Herausforderungen sind eben Weg Nummer 2, um an diese Opale zu kommen, aber auch für die speziellen Jackdaw-Items. Ja, das war eine Community-Herausforderung, die mittlerweile geschafft wurde. Wir mussten den Flussraubzug-Spielmodus einfach nur spielen. Und da habt ihr, wie gesagt, heute noch Zeit, einfach mal den Modus zu spielen. Ich glaube, ihr müsst ihn 4-5 Mal spielen und dann bekommt ihr das. Könnt es euch abholen und dann euer Schiff zur Jackdaw machen. Ja, hier gibt es da einige Items dafür und ihr könnt natürlich auch noch die restlichen Herausforderungen machen, unter anderem mit der Dänenaxt spielen, einfach nur Gegner töten. Ja, das ist die noch eine laufende Community-Herausforderung. Es könnte sein, dass wir die nicht schaffen in der Zeit, in noch 7 Stunden, denn heute ungefähr um 18 Uhr ist das dann ausgelaufen. Also 17.59 Uhr oder so ist die letzte Chance, diese Community-Herausforderung diese Woche zu machen. Danach gibt es eben neue. Ja? Und das Ganze hier haben wir schon abgeholt. Ziel 2 muss ich allerdings noch schaffen. Das heißt, ich muss nochmal 5 von 10 weitere Flussraubzug-Runs machen. Das ist jetzt einfach meine Aufgabe, werde ich jetzt auch machen, damit ich mir das Ganze sichern kann und somit die Jackdaw erhalten. Ich habe jetzt fast die Jackdaw komplett. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das Schiff bislang aussieht in diesem Zwischenzustand. Dafür hier einmal kurz zur Fischtante. Schifftante natürlich. Ich glaube, dass ich da wohl noch richtig reinhasseln muss, um das Teil nochmal zu komplettieren. Ich habe hier übrigens das Seherinnen-Segel, auch ein sehr cooles Segel meiner Meinung nach. Aber ja, grundsätzlich eine sehr, sehr geile Optik. Wie gesagt, hier ist bislang noch nicht viel von der Jackdaw leider zu sehen. Dafür die Community-Herausforderung. Wie macht ihr die? Ihr geht in Ubisoft Connect, das ist klar, ja. Und wenn ihr das bekommen habt, wenn ihr Ubisoft Connect geöffnet habt, dann geht ihr hier auf die Herausforderung Zeitlimit. Dort könnt ihr es euch eben abholen und dann mitmachen. Ich denke, dass es das nochmal geben wird. Also ich würde mir jetzt keine zu großen Gedanken machen, wenn ihr es heute verpasst. Aber heute ist erst einmal zeitbegrenzt die letzte Chance. Es kann sein, dass es nächste Woche die gleiche Belohnung gibt. Ergibt für mich aber wenig Sinn. Also warum zur Hölle sollte man eben die Jackdaw reinpatchen und dann jetzt sofort die Exklusivität quasi wieder wegnehmen? Unsere Aufgabe ist es also nun, weitere Flussraubzüge zu machen. 5 von 10 weitere. Und eine Sache möchte ich ausprobieren. Kann man einfach den Flussraubzug starten und wieder beenden, ohne eben irgendwas mitzunehmen. Weil wenn das auch zählt, dann würde ich sagen, easy peasy lemon squeezy. Wir unternehmen mal einen Raubzug und zwar schwache Flussverteidigung, Echse. Ja, ich muss das Gebiet auch irgendwann mal durchspielen. Wollte ich eigentlich im Livestream machen, aber vielleicht bin ich jetzt vorher schon gezwungen, das Ganze durchzuziehen. Zu den Flussraubzügen gab es ja mittlerweile einiges an gemischtem Content. Heute Abend auf jeden Fall doch trotzdem nochmal auf Twitch 20 Uhr Flussraubzug Livestream mit Giveaway. Es gibt wieder einiges an Assassin's Creed Merchandise zu gewinnen. Wie gesagt, auf Twitch ist das Ganze dann exklusiv. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr da mal reinschneidet. So, und jetzt beenden wir das Ganze einfach wieder, kehren zur Siedlung zurück. Und wenn das jetzt quasi als Flussraubzug zählt, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall die Herausforderung abgeschlossen und ausgetrickst. So, der Ladebildschirm ist vorbei und wir sind zurück in der Siedlung. Schauen wir mal in die Herausforderung, ob das Fleisch schon gefruchtet. Und es klappt. Also Leute, wer jetzt wirklich kaum noch Zeit hat, der macht einfach diese Mördermetzler-Methode und startet einfach den Raubzug und beendet ihn und startet ihn und beendet ihn. Und so habt ihr dann eben die Raubzüge voll. Für die anderen Herausforderungen gibt es dann natürlich nochmal den Trick hier. Jagdbogen, ein Attentat ausführen, davon 100 Stück. Das werde ich wohl nicht mehr schaffen in der Zeit jetzt. Einfach mal den Tod bringen, um der Community nochmal was gut zu tun. Und Dänenaxt. Dänenaxt, das werde ich, glaube ich, nicht mehr angehen. Ich denke, ich glaube, ich werde noch die Dänenaxt probieren auf ein paar Raubzügen und den Jagdbogen heute zu machen, weil einfach einen Fokus zu setzen ist da, glaube ich, das Sinnvollste. Ne? Klassischer Tipp übrigens, um die Herausforderung abzuschließen, einfach nach Nordwege gehen. Ich zeige euch einfach mal kurz, wie das klappt. In Nordwege angekommen, einfach mal direkt hier nach rechts gehen, ab zu den Puppen und dort dann eben
was ihr halt finishen wollt. Mit der Dänen-Axt, die Püppchen hier killen. Die sind übrigens schwieriger gemacht worden. Ja, finde ich eine spannende Sache. Einfach mal ein bisschen mehr Schwierigkeitsgrad hier ins Spiel gebracht. Ich spiele ja eh auf Dränger, dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Das war auch mal nötig. Es war wirklich zu einfach geworden. Die könnt ihr auch mit einem Jagdbogen abschießen und so weiter. Ja, das ist alles kein Thema. Kills in Unterzahl lösen bei mir eine Rauchwolke aus. Das war gerade der Effekt von dem Ragnar Lodbrok-Dolch. Video dazu wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen, wie ihr an den kommt. Das ist nämlich jetzt neu reingepatcht, dass es diesen Dolch gibt. So, da haben wir einmal sauber gemisst. Macht aber nichts. Und schauen wir mal, wie der Progress hier aussieht, ob wir unsere Herausforderung abschließen mit dem Jagdbogen. Wir haben jetzt schon 25 von 50 gemacht. Innerhalb von kürzester Zeit. Die Dummies, die sind halt sofort wieder da und zählen als Kill. Das ist halt das Geile. Jetzt sehe ich nichts mehr durch meine eigene Rauchwolke. Ist natürlich suboptimal. Also packt den Dolch vielleicht lieber nicht rein, wenn ihr den drin habt. Machen wir noch ein paar. 25 Kills. Und dann sind wir auch bald durch. Das ist auf jeden Fall der beste Tipp aller Zeiten, um hier diese Herausforderung abzuschließen. Ich bin jetzt mittlerweile bei 37. Ihr seht also auch diese Technik. Die funktioniert überhaupt kein Thema, hier das Ganze abzuschließen. Jetzt gerade spawnen die Puppen wieder neu und ich kann weitermachen. Keine Pfeile mehr, ist natürlich Katastrophe. Machen wir nochmal ein Attentat hier. Leider gibt das Ganze keine EP. Wäre auch zu frech, wenn das so wäre. Ich gehe jetzt ein paar Pfeile suchen, würde ich sagen. Das ist auch schon der Way to go, wie ihr am schnellsten wirklich einfach mal diese wöchentliche Aufgabe schafft, die Community Challenge schafft. Das Ganze resettet sich scheinbar jeden Donnerstag um 18 Uhr. Die Quests, die Weekly Quests von Reda, die resetten sich jeden Dienstag um 15 Uhr. Also da gibt es zwei verschiedene Termine. Machen wir hier nochmal ein schönes Attentat. Und ich liebe, dass sie auf jeden Fall das nicht mehr alles auf One-Hit halt runtergeregelt haben. Das war doch ein bisschen zu einfach. Generell ist Valhalla ja immer noch sehr, sehr einfach, aber schon mal etwas knackiger. Immerhin, immerhin das. So, ich werde noch ein paar Flussraubzüge machen. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und viel Spaß. Bis später, euer Peter. Heute Abend, wie gesagt, 20 Uhr auf Twitch, fettes Giveaway. Unter anderem gibt es zum Beispiel dieses Valhalla-Shirt hier zu gewinnen. Wird nice. Mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.